Die Erfolgsgeschichte der Galaxy geht weiter. Die Footballer aus Frankfurt bleiben ungeschlagen. Vor mehr als 5000 Zuschauern zeigten sie einmal mehr, wer das Maß aller Dinge in der GFL 2 ist. Das Spiel der Galaxy versprach wieder einmal größten Unterhaltungswert. Der Punt der Darmstädter wird von John Clement aufgenommen und über 48 Yards zurückgetragen. Touchdown Nummer 1 für die Frankfurter und etliche weitere sollten noch folgen. Die Fans sind kaum aus dem Feiern rausgekommen. Auch der nächste Touchdown sollte durch einen Lauf erfolgen. Evan Harrington mit einem 16-Yard-Lauf in die Endzone der Darmstädter. Und so stand es nach den jeweils erfolgreichen Extra-Kicks bereits nach dem ersten Viertel 14:0. Doch Frankfurt hatte noch lange nicht genug. Quarterback Emmanuel Lewis zeigt, was in seinem Arm steckt. Zuckerpass auf Todd Harrelson und dieser dann völlig alleine auf dem Weg in die Endzone. Jetzt Darmstadt in der Offensive, aber weit in der eigenen Hälfte. Der Fehler und die Interception, gefangen von John Clement und der 28-Jährige mit seinem zweiten Touchdown in diesem Spiel. Evan Harrington hat in der Zwischenzeit einen weiteren Touchdown für die Galaxy erzielt, bevor Darmstadt wieder in Ballbesitz kam. Doch wieder der Fehler. Beim Tackle wird der Ball fallen gelassen. Der Ball ist frei und Benjamin Barnes dann auf dem Weg zum nächsten Touchdown. Auch in der zweiten Hälfte dominierte Frankfurt das Spiel. Der letzte Touchdown, dann noch ein absoluter Leckerbissen. Quarterback Tim Miskovic mit dem Pass auf den Österreicher Laurinho Walsch und dieser zum 99-Yard-Touchdown. Die Fans am Ausrasten und am Ende musste sich Darmstadt mit sage und schreibe 62:0 geschlagen geben. Unglaublich! Touchdown 1, 2, 3.